Willkommen bei Pizza and More. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr plötzlich Lust hattet auf Pizza, aber keinen Pizzateig eingefroren hattet oder keine fertige Pizza eingefroren hattet und natürlich auch keinen Teig vorbereitet hattet? Das ist nämlich genau das, was ich sehr oft lese. Leute fragen nach einem superschnellen Teig, der innerhalb von wirklich wenigen Stunden fertig ist. Ja, ich bin der Jürgen und wir machen diesmal zusammen einen Pizzateig, der wirklich schnell ist. Und zwar, der ist fertig innerhalb von 4 Stunden. Ja, ich bin eigentlich ein Freund von längeren Gehzeiten, also mindestens 24 Stunden bis 48 Stunden, manchmal sogar ein bisschen länger. Aber ich möchte euch jetzt heute trotzdem einen Teig zeigen, den man innerhalb von 4 Stunden hinbekommt, auch ohne, dass man einen ganzen oder einen halben Würfel Hefe, Frischhefe nimmt oder ein ganzes Tütchen Trockenhefe. Ja, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen auf jeden Fall ein Mehl, dessen geringen W-Wert hat. Denn wenn der W-Wert zu hoch wäre, also über 300 oder so, dann haben wir natürlich dann das Problem, dass das Glutengerüst einfach noch viel zu stabil ist, wenn wir denn die Pizza backen wollen. Denn wir wissen, der W-Wert ist ja, der zeigt ja an, wie stark das Glutengerüst über einen bestimmten Zeitraum ist. Also je höher der W-Wert, umso länger bleibt das Glutengerüst stabil. Wir wollen es aber ja gar nicht so lange stabil haben, beziehungsweise stabil schon, aber natürlich nicht so, dass der Teig zäh oder gummig ist. Deswegen brauchen wir ein Mehl mit einem relativ niedrigen W-Wert. Ja, das Mehl, das ich jetzt heute benutze, das hat einen W-Wert von 240 bis 260. Es hat 12% Eiweiß und es ist vom Typ 0. Wie wir wissen, das Typ 0 entspricht ja ungefähr unserem 550er. Und dieses Mehl hat einfach mehr Geschmack, aufgrund dessen, dass mehr Schalenanteile drin sind, also Typ 0 oder eben ein 405er. Somit kriegt man auch innerhalb dieser kurzen Gehzeit mehr Geschmack hin, wenn wir ein Typ 0 Mehl nehmen. Weil wir ja einen relativ geringen W-Wert haben, können wir natürlich auch nicht mit so einer hohen Hydration fahren. Deswegen nehmen wir heute eine Hydration von 62%. Denn, wie gesagt, dieses Mehl mit einem geringeren W-Wert kann natürlich auch nicht so viel Wasser aufnehmen. Dann füge ich heute auch noch ein bisschen Lievito Madre hinzu. Wie wir wissen, ist Lievito Madre ein relativ trockener italienischer Sauerteig, ein Weizensauerteig. Den nehme ich jetzt auch nicht, um die Triebkraft zu erhöhen, sondern einfach, um den Geschmack der Pizza zu erhöhen. Wenn ihr keine Lievito Madre habt, lasst ihr sie einfach weg. Und wenn ihr euch eine selber ziehen wollt, in dem Video dort oben zeige ich euch, wie es funktioniert. Dann nehmen wir auch nochmal eine Zutat, die wir normalerweise nicht in unseren Pizzateig tun, und zwar Backmalz. Das Backmalz wird ja hergestellt aus bereits gekeimten Weizenkörnern oder Getreidekörnern und dieses Malz unterstützt dann die Hefe bei ihrer Aktivität. Und es verbessert nicht nur die Aktivität der Hefe, natürlich auf natürliche Art und Weise, da es ja aus Getreidekörnern gemacht wurde, sondern es erhöht auch ein wenig die Triebkraft, so damit das Ganze, der Teig dann schöner aufgeht. Solltet ihr kein Backmalz zur Verfügung haben, dann tauscht das Backmalz einfach mit Honig aus. Ja, wir machen unseren Teig heute mit einer Gehzeit von 4 Stunden. Viel kürzer würde ich definitiv wirklich nicht gehen, denn ansonsten hat der Teig natürlich, wenn wir die in der Stückgare sind, nicht genügend Zeit, um sich zu entspannen und dann fällt das Formen der Pizza unheimlich schwer, denn der Teig wird dann gummig und zieht sich immer wieder zurück. Das wäre übrigens auch der gleiche Effekt, wenn wir Mehl nehmen mit einem sehr hohen W-Wert. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Teig an. Und eins möchte ich doch nur sagen, das Rezept und die komplette Vorgehensweise stehen wie immer in der Videobeschreibung. Und hier haben wir jetzt also alle unsere Zutaten, die wir heute brauchen. Und wie schon gesagt, ich habe hier 500 Gramm vom Mehl, das ist ein Typ Zero-Mehl, mit 12% Eiweiß. Dann habe ich hier 310 Gramm kaltes Leitungswasser. Ich habe hier 3 Gramm Trockenhefe. Wenn ihr Frischhefe nehmen wollt, dann nehmt ihr 9 Gramm Frischhefe.
Dann haben wir hier 15 Gramm feines Meersalz, hier 15 Gramm von meiner Lievito Madre und ich habe hier 5 Gramm Backmalz. Und jetzt fangen wir mit dem Teig an. Das erste, was wieder in die Schüssel kommt, ist unser Wasser. Als nächstes kommt schon unser Mehl, die Hefe, das Malz und die Lievito Madre. Und ihr habt jetzt sicherlich gesehen, das sind alle Zutaten bis auf das Salz. Und das Ganze kneten wir jetzt für ungefähr 5 Minuten. Und wenn dann soweit alles verknetet ist, nach ungefähr 5 Minuten, kommt das Salz noch dazu. Und dann kneten wir weiter für ungefähr weitere 15 Minuten. So, also die gesamte Knetdauer wird ungefähr 20 Minuten betragen. Und zwar kneten wir einfach so lang, bis der Fenstertest funktioniert. Mir scheint es jetzt so, als ob die Knetzeit zu Ende ist. Der Teig wurde jetzt ungefähr 20 Minuten geknetet. Ja, bei einem Teig mit so einer niedrigen Hydration muss man tatsächlich ein bisschen auf die Teigtemperatur achten. Bei mir klappt es wunderbar, wenn die Teige um die 27 Grad erreichen, recht viel wärmer wie 27 Grad ist dann nicht mehr ganz so gut. Da besteht halt einfach die Gefahr, dass das Glutengerüst wieder kaputt geht, aber bis 27 Grad hatte ich bis jetzt noch nie Probleme mit meinen Teigen. Jetzt machen wir einfach mal den Fenstertest. Für den Fenstertest habe ich mir die Hände nass gemacht. Da hole ich jetzt einfach ein Stück Teig aus der Schüssel. Dann rolle ich hier eine Kugel und dann dehnen wir den Teig. Hier muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Aufgrund der niedrigen Hydration geht es natürlich auch nicht so gut, wie wenn der Teig höher hydriert ist. Aber ihr könnt sehen, auch das funktioniert jetzt wunderbar. Der Teig ist fertig geknetet und ich hole ihn raus auf die Arbeitsfläche. Ja, hier liegt jetzt also der Teig. Aus dem mache ich jetzt eine schöne Kugel. Um die schöne Kugel zu formen, mache ich ganz einfach Stretch and Fold. Dazu wird der Teig immer wieder über sich selber gedehnt. Dann haben wir hier eine schöne glatte Oberfläche. Ich drehe ihn ein paar Mal und dann lege ich den Teig jetzt in eine Teigballenbox. Man könnte ihn natürlich auch hier liegen lassen und abdecken. Ich gebe ihn jetzt hier in die Teigballenbox, decke ihn zu und lasse ihn jetzt erstmal für 30 Minuten entspannen. Jetzt 30 Minuten später hole ich den Teig wieder aus der Box raus, lege ihn hier auf die Arbeitsfläche und mach mal 3 gleichmäßig große Teile und ich forme dann auch gleich die Teigballen. Meine 3 Teigballen haben jetzt ein Gewicht von 280 Gramm. Jetzt forme ich hier 3 wirklich schöne Pizzaballen. Die unterschiedlichen Möglichkeiten zum Formen der Pizzaballen habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Dann könnt ihr bitte in den anderen Videos nachschauen. Wichtig ist einfach nur, dass die Oberfläche schön gespannt ist und dass die Unterseite entsprechend geschlossen ist. Und dann geht man den so in die Pizzaballenbox oder eben in einen anderen Behälter, in dem man dann den Teig letztendlich gehen lassen kann. Die 3 Pizzaballen sind jetzt also hier in meiner Box. Wichtig ist natürlich, dass wir den Deckel schließen und jetzt darf der Teig für ungefähr 4 Stunden gehen. Er geht jetzt einfach so lange, bis wir Pizza backen. Für den Fall, dass ihr Käse habt bzw. Mozzarella habt, der in Salzlake ist, dann bitte nehmt den Mozzarella jetzt direkt aus der Salzlake raus, schüttet natürlich die Salzlake weg. Schneidet den Mozzarella, typischerweise Mozzarella wird in Scheiben geschnitten, Fiordilatte wird in Stifte geschnitten. Dann schneidet den Mozzarella bitte in Scheiben, ihr könnt natürlich auch Stifte machen. Legt ihn in ein Sieb und lasst das ganze Wasser, das noch im Mozzarella ist, abtropfen, damit wir danach, wenn wir Pizza backen, nicht die ganze Flüssigkeit aus dem Mozzarella auf der Pizza haben. Bei mir waren es jetzt 5 Stunden. Es ist jetzt leider nicht anders rausgegangen. Ich wollte mich eigentlich wirklich an die 4 Stunden halten. Es waren aber 5. Die Pizzaballen sind richtig toll aufgegangen. Ihr werdet es jetzt dann gleich sehen. Die Zutaten habe ich alle schon hergerichtet. Ich natürlich, der immer sagt, den Käse herrichten
und so weiter und so fort. Ich habe natürlich komplett vergessen, meinen Fiordilatte aus der Gefriere zu nehmen. Also musste ich zum Einkaufen gehen noch. Und bis ich zu Hause war, dann habe ich erst kürzlich den Büffelmozzarella geschnitten. Also meiner ist jetzt bestimmt wässriger als eurer. Ihr habt ihn bestimmt schon rechtzeitig vorbereitet. Aber das passiert ganz einfach und naja, muss man eben improvisieren. Und ja, den Rest der Zutaten, wie gesagt, habe ich auch schon alle hergerichtet und jetzt machen wir uns doch direkt eine Pizza. So, und hier könnt ihr jetzt die Pizzaballen sehen. Die sind also wunderbar aufgegangen. Natürlich, wir haben 3 Gramm Trockenhefe drin. Das Malz tut außerdem seine Wirkung und man sieht also rein vom Gehen her, sind sie absolut genial. Man braucht hier kein ganzes Tütchen Hefe, man braucht keinen ganzen Würfel Hefe. Es geht auch tatsächlich mit wesentlich weniger. Jetzt kommt es natürlich noch darauf an, ob sie wirklich gut schmecken, aber da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Wir holen jetzt hier einfach mal den ersten Pizzaballen aus der Box. Zum Rausholen des Pizzaballens möchte ich jetzt mal gar nicht so viel sagen, denn da habe ich auch schon genügend Videos drüber gemacht. Ich bin ganz einfach vorsichtig zu den Pizzaballen. Ich streue natürlich Semola überall hin. Dann löse ich ihn überall dort, wo er entweder den anderen Ballen oder die Box berührt. Ich schiebe hier leicht Semola unter den Ballen, gehe mit der Spachtel drunter, hebe ihn raus und lege ihn ins Semola. Der Rest der Ballen wird natürlich verschlossen, damit die nicht austrocknen. Und die stelle ich mal beiseite. Diesen Pizzaballen, den drehe ich jetzt hier. Hier sehen wir schon eine Riesenblase, die mache ich natürlich auf. Den wende ich jetzt hier ein paar Mal im Semola, holen raus. Und dann formen wir die Pizza ganz einfach, wie man eine neapolitanische Pizza formt. Der Teig ging ganz wunderbar zum Ausbreiten, er ist richtig schön elastisch, trotzdem, dass er nur eine relativ kurze Gehzeit hatte. Aber das liegt natürlich auch immer daran, dass man das richtige Mehl nimmt. Und wie gesagt, das Malz spielt hier natürlich auch mit eine Rolle, die einfach den Fermentierungsprozess entsprechend beschleunigt. Jetzt das Erste, wie immer, wenn man eine Pizza Margherita machen ist, wir tun die Tomaten drauf. Wenn ihr mehr über die Tomatensoße wissen wollt, die ich hier gemacht habe, dann bitte schaut in der Videobeschreibung nach. Dort verlinke ich euch ein Video, wo ich einfach alles Wichtige rund um die Tomatensoße bzw. rund um die Tomaten erkläre. Jetzt dürfen natürlich ein paar Blätter frischer Basilikum nicht fehlen. Und dann kommt als Nächstes unser frisch geriebener Parmesan. Und dann kommt auch schon der Mozzarella. Und dann ist die Pizza auch schon fertig für den Backofen. Zum Runterschieben des Pizzapils, bisschen Semola auf das Pizzapil. Und dann kann man jetzt die Pizza in ihre letztendliche Größe ziehen. Und für den Fall, dass die Pizza nicht rund ist, dann kann man sie jetzt natürlich auch nochmal rund formen. Natürlich darf auch ein Schuss Olivenöl nicht fehlen. Und dann kommt die Pizza in den Backofen. Und hier kommt die Pizza auch schon aus dem Backofen. Dann darf natürlich frischer Basilikum nicht fehlen. Und unsere Pizza ist fertig. Dann schneiden wir jetzt doch gleich mal rein. Also, wie ihr sehen könnt, über Luft in der Pizza können wir nicht klagen. Jetzt muss sie natürlich auch noch schmecken. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Als Erstes probiere ich natürlich wieder von der Mitte.
die Mitte, aber das wisst ihr ja schon, da schmeckt man natürlich vom Teig nicht viel. Man kann nur sagen, er ist unten auch wunderschön gebräunt. Und jetzt probieren wir mal die Kruste, den Rand. Also für das, dass diese Pizza jetzt so eine kurze Gehzeit hatte, muss ich sagen, schmeckt sie richtig lecker. Sie ist natürlich auch knusprig, genauso wie wir es von unserer Pizza gewohnt sind. Sie schmeckt richtig gut. Wie gesagt, für diese kurze Gehzeit absolut genial. Aber wir müssen natürlich auch sagen, wenn der Teig eine längere Gehzeit hat, ist das Aroma schon nochmal ein bisschen höher. Aber wir haben jetzt hier das Möglichste getan, so viel Aroma wie möglich in den Teig zu bekommen. Und ich denke, das ist also wirklich wunderbar gelungen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Ciao!